Es ist also passiert, der Server für die YouTuber-Insel 2 ist nun offline. Und Tobi wurde von dem Monster gekillt. Wie es dazu kam und was wahrscheinlich der ganze Auslöser für das alles war, seht ihr in diesem Video. Ich bin Kiro, euer Lieblingshuhn. Und das ist die ganze Wahrheit über Unheil 0 und der YouTuber-Insel. Beginnen wir also damit, dass am Ende das Monster einen Verräter verlangt hat. Und komischerweise hatte ich ein sehr interessantes Gespräch am Anfang des Livestreams mit Amir. Ach, Amir! Chicken Nugget auf zwei Beinen. Ja, was geht, du Toilettenputzer? Was los? Was glaubst du, was passieren würde? Glaubst du, es gibt jemanden, dem ist die Zukunft der YouTuber-Insel schon so egal gewesen? Hauptsache, bestimmte Leute können auch nicht mehr drauf spielen, weil die ganze Zeit so, ja, ich würde sagen, so krass bellen, dass man Lust hat, auf den Hund aufzupassen? Oder glaubst du, es passiert, dass die anderen mal ihren Schnabel halten können? Aha. Und mal so ein paar Stündchen. Und dann noch eine Chance haben auf eine Zukunft. Was sagst du, was würde eher passieren? Also ich sag dir ganz ehrlich, jedem hier. Ja, und ich weiß halt gar nicht, was du jetzt für Psychosen hast, Alter. Aber jedem hier liegt der YouTuber-Insel auf jeden Fall was am Herzen. Timmy hat schon selber gesagt und alle anderen Höllenkrieger, sie wollen nicht, dass die Insel untergeht. Und ich bin mir sicher, du und deine Toilettenkrieger-Kollegen und die Lauchbrüder... Ah, schon wieder. Jetzt habe ich schon wieder ein bisschen mehr Lust, dass YouTuber-Insel zugrunde geht, damit ihr nicht mehr drauf spielen könnt. Als ich dann verstanden habe, was Amirs Plan war, gab es noch ein weiteres Hindernis. So gut wie niemand wollte seinen Kopf hergeben, um das Tor zu öffnen. Also haben wir ein Gerichtsverfahren einberufen. Doch auch das ist außer Kontrolle geraten. Setzt euch alle hin. Also ich bin Sius Verteidiger. Also bist du gegen Kopf geben? Richtig. Okay, dann geht ihr auf der Seite, wo du bist. Alle, die pro Kopf geben sind, auf die andere Seite, bitte. Ey, schämt euch alle. Schämt euch alle. Ja, du schämst dich auch, bitte. Junge, pischt euch. Ey, jetzt, ihr müsst euch final entscheiden. Warte, Kopf geben ist das hier? So. Ja, genau, Kopf geben ist da, wo du bist. Ey, wir sind also, wir haben uns heute hier versammelt und wir wollen ein Gerichtsverfahren haben. Digga, jetzt hör doch auf! Lukas, komm zu uns nach. Ey, Jungs, aber knapp. Ey, guck mal, er will sabotieren. Er will sabotieren. Hey Leute! Ihr müsst Amir stoppen! Pfeift Amir zurück! Euer Hund ist außer Kontrolle! Ey, sag ich euch ehrlich? Beste Bus gibt's. Und in die Luft geht die kurze Krabbe. Nachdem es nur die ach so bösen Höllenkrieger tatsächlich hinbekommen haben, zusammenzuhalten, die Köpfe ans Tor zu klatschen, ging bei der tollen Freundesgruppe der große Streit los. Aber ich will das Unheil starten, Bro! Ja, dann platzier deinen Kopf. Das, mein Kopf wird euch bringen. Wenn du mich, ich weiß, wenn ich meinen Kopf platziere, ihr werdet euren Kopf sowieso Bro, platzieren. Bist du aus? Du bist hey, so Leute, egoistisch wie Stu mit solchen ist? Aussagen. Ich glaube, das ist ein Ranking. Ganz unten rechts sind die ekelhaftesten Köpfe und es geht dann so nach links. Warum? Ey, Pierre, ich hasse dich so sehr, Mann. Ey, Stu, was wäre eine Bedingung, dass du deinen Kopf dahin machst? Ich platziere meinen Kopf, wieder. Aber nicht als nächster. Ich finde es so krass, dass die Höllenkrieger als böse abgestempelt werden, aber du es nicht hinbekommst, deinen Kopf dahin zu hauen. Crazy, Digga, crazy. Ich bin ein Kristall, ich hab Kristalle. Du bist kein Kristallkrieger, du bist ein Kristall-Dummkopf. Boah, alles gut. Ah, alles ihr geht gut, jetzt Jungs. Mittlerweile aufeinander los, okay? Chillig, Alter. Bro, wir werden so niemals das Unheil besiegen, Bro. Dann hab ich auch nicht das Tor. Scheiß Digga, es Bro. Ist so geil. Es ist so ich geil. Erst machen. Hattet ihr die Höllenkrieger als Probleme, aber jetzt habt ihr Probleme untereinander. Ihr seid so dumm, Alter. Es ist krass. Ey, Proteinfilet, Digga. Gib mal wieder eine Fritteuse. Ja, häng doch mal deinen Kopf da jetzt hin. Laber mich nicht voll, Alter. Du kriegst es ja nicht gebacken. Du Perry, der Schnabel, ihr redet von Zusammenhalt, Alter. Ihr redet von Zusammenhalt, aber könnt nicht mal so eine simple Sache erledigen. Sue hat sich dann endlich dazu bereit entschieden, seinen Kopf zu geben. Doch das sorgte nur für noch mehr Diskussionen unter den ganzen Freunden. Und das alles, während wir noch nicht mal wussten, was uns hinter diesem Tor überhaupt erwartet. Ja, ich will nur, dass Kian mitkommt. Hast du einen Kolben? Seite. Nein, Pischer, du kommst auch nicht mit. Ich will nur zuschauen, ich will nur zuschauen. Nein, du darfst nicht zuschauen. Ich will nur zuschauen. Pischer ist wie ein Hund. Ey, ich hab einen Kolben, ich kann mitkommen. Leute, null Zusammenhalt, das kann nichts werden. Das yeah, Bro, ich will doch zusammenhalten, aber du meckerst die ganze Zeit rum. Bro, du bist wirklich so nervig. Ich erklär mal kurz die Bro, ganze Geschichte. Du bist so nervig. Ja? Unheil 7 bis zu dem jetzigen Zeitpunkt. Tobi wollte uns die ganze Zeit was beibringen. Er wollte uns zeigen, dass wir ohne Teamwork, ohne Zusammenhalt nichts schaffen. Und wir schaffen das noch nicht mal am letzten Tag. Bro, du willst deinen Kopf nicht abgeben. Die ganze Zeit meckerst du rum. Ey, mein Kopf. Du hast keine Ahnung von Zusammenhalt, Sue. Und dann ich will mitkommen und dann sagst du, nö, ich komm nicht mit. Du kannst nicht mit Kopf. Das ist auch noch.
Jetzt ist die Tasche auch noch sauer. Gesprochen mein wie ein Löwe, sag ich dir. Er ist aufgestiegen von Hund auf Löwe. Bro, ich rede gerade mit dir. Du machst mich gerade richtig sauer. Digga, warum pisst da? Streiten wir jetzt alle, Digga? Respektier doch einfach, wenn er sagt, er will das mit mir machen. Das ist mir egal, ob ihr das miteinander macht, aber ihr habt keine Ahnung von Zusammenhalt. Ihr sagt die ganze Zusammenhalt und dann meckert ihr die ganze Zeit drum. Nee, ich stimme Pisch dazu ausnahmsweise, ehrlich. Ja, okay, dann habt ihr recht, dann geht ich doch. Warum zählt ihr mit uns? Dann Psyo kommen? Ja, dann geht. Ja, ich komm mit, ich hab nämlich den Kolben. Digga, warum sind alle so am Meckern? Bro, weil kein Zusammenhalt existiert. Jeder ist nur am Streiten. Genau, du, Digga, du ja, redest, guck mal, ist das nicht peinlich, dass gerade ich das so sagen kann? Weil die Höllenkrieger haben wenigstens Zusammenhalt. Junge, was willst du überhaupt, du Proteinfilet, ja, Bro, Digga? Ich dachte, ihr seid alle Homies. Das Schweinefilet. Ihr seid alle Homies, dachte ich, Alter, aber ihr streitet euch die ganze Zeit. Zieh dein Helm aus und zeig mir deinen Nacken! Ey! Und jetzt weg mit dir. Ich hab den Kolben. Ja, okay, komm. Guck mal, er will den Kopf klauen. Was hab ich denn von deinem Kopf, Digga? Komm hier rein, Kiro. Ich bitte dich, diesen Raum zu verlassen. Kiro, komm. Wir müssen jetzt das Ritual abschließen. Ey, er will das doch jetzt hier in Dings. Kommt hier rein. Wow, wo geht es hier hin? Okay, Stu, bereit? Bro, das ist riskant, was wir hier probieren. Bro, du hast ja deinen Kopf. Es geht doch gar nicht um meinen Kopf gerade, meine Rüstung, alles. Er kann klauen und abhauen. Deshalb, ich checke nicht, warum. Bro, guck mal, pass auf. Komm, Kieran. Trotz allen Zweifeln wurden fast alle Köpfe platziert. Niemand dachte, dass wir jemals so weit kommen würden, aber da war es dann nun. Die Entscheidung und wir starten schon bald in das Gesicht unseres Untergangs. Bro, sogar Alpha Steinskopf. Jungs, ich möchte jetzt eine endgültige Entscheidung von euch hören. Wer ist dafür, dass wir das Portal öffnen? Der geht jetzt hier auf die rechte Seite. Bro, ja! Wer sagt, wir müssen nochmal alles überdenken, der geht auf die linke Seite. Eine Sache, um das klarzustellen, Zitashi, da bist du wahrscheinlich auch auf der falschen Fährte. Lukas. Und generell für euch alle, Tobi hat gestern gesagt, dass es wahrscheinlich keine Option sein wird, das Tor niemals zu öffnen. Es ist ein Gamble. Wenn wir es jetzt nicht öffnen, ich möchte da so fair sein, wenn wir es jetzt nicht öffnen, kann es sein, dass das Unheil von selbst irgendwann rauskommt und wo wir gar nicht vorbereitet sind. Bro, mach das Tor jetzt auf! Ja, mach jetzt auf hier! Wir schaffen das! Oh mein Gott! Also, was passiert? Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Es ist... Oh mein Gott! Es ist noch geworden. Alter, jetzt hier los, Alter! Leute, das ist entweder der Anfang. Oh mein Gott. Oder das Ende, die wir uns immer vorgestellt haben. Und vielleicht ist es das Ende von allem. Aber komme, was wolle, wir sind zusammen. Und das ist das einzig Wichtige. Ob es schlecht oder gut läuft, in guten und schlechten Zeiten, die Insel ist immer vor allem richtig. Leute, seid ihr bereit? Bei drei, okay? Seid ihr ready? Eins, zwei, drei. Wenn der Zeigkopf durchsteht, werde ich erscheinen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, chill. Warte, was ist das? Das ist das Ende. Das ist das Bild. Hallo. Was steht da? Haltet in euren Blick nicht das Gesicht eurer Untergangs. Wir haben keine Chance, Mann. Das Ding wird uns fertig machen. Warte. Das ist wirklich der Untergang der Insel. Lass zurück. Ich geh mal zu ihm hin. Hallo? Ich hab Angst. Großer Bann. Bro, berührt das Ding nur weg irgendwie. Ich will deinen Fuß. Oh mein Gott! Mach mal Kenmer. Ich hab ihn berührt und ich bin gestorben. Das Buch, wir wissen noch, was wir machen müssen. Das steht halt nicht drin. Das heißt, was wir einfach alle ruhig sein müssen und einfach ins Gesicht gucken müssen. 3, 2, 1, ruhig. Enderperlen funktionieren immer noch nicht. Danke. Hilfe. No way! Bro, das war die ganze Zeit hinter der Wand. Der hat die ganze Zeit da gewartet. Hey, im Buch. Opfert etwas euch Wichtiges. Hühnchen. Das ist nämlich meine Familie. Junge Sticks, gib den Hähnchen auf die Sachen aufzusammeln. Das war mein Opfer. Gib mir die Hähnchen wieder. An alle, die Eule, gib mir mein Hähnchen wieder. Das ist meine Familie. Passt gar nicht. Gib mir den Helm wieder. Totems, zieh mich immer sicher. Findet den Verräter. Pischta ist ein Verräter.
Was ist los? Was ist hier? Die Flammen, was passiert? Die Flammen. Die Flammen, guck mal, ist die Flammen. Was ist das? Ey, doch, da weiß nur noch Level auch passiert. Was passiert denn? Ich sehe keine Flammen. Alle in den Kreis. Ey, ihr kleinen Dummer. Ich seh's. Wir müssen alle in den Kreis. Ich will hier raus. Alle in die Mitte, Leute, alle in die Mitte. Achso, jetzt. Hey Jungs, ein neuer Boss. Oh mein Gott. Und die Mitte ist null. Ey Leute, könnt ihr mir ganz kurz alle zuhören? Ja, was? Das Ding basiert im Anime so, es wird wie ein Gott behandelt. Wenn wir nicht das tun, was er will, greift er uns an. Ja, dann liest ihr das Buch durch, okay, neu. Das Ding ist, er hat aufgehört zu lachen. Hat das irgendwas zu bedeuten, Kian? Ja. Er ist sauer. Das ist ein gutes Zeichen. Nein. Also, wenn er lacht, ist das kein gutes Zeichen. Ja, ist ein gutes Zeichen. Das ist ein gutes Zeichen, wenn er lacht. Ey, wenn du weißt, wie so ein Leveling passiert ist. Leute, wer ist der Verräter? Wie greift er an? Er ist der Verräter. Aber hat das geklappt mit Lukas? Lukas ist der Verräter. Reini ist der Verräter, weil er zu operiert genau war. Es macht doch gar keinen Sinn, jetzt darüber zu streiten, Jungs. Es ist doch ganz klar. Oh mein Gott. Was war das? Wir müssen eine gemeinsame Lösung finden. Ja, es ist doch Lukas. Unsere Zeit läuft ab. Oh mein Gott, das ist ein Timer. Oh mein Gott. Wo ist der Timer? Nein. Die Flammen sind ein Timer. Okay, Jungs, dann müssen wir uns wirklich beeilen. Dann lasst uns wirklich, ich versuche alle Rätsel so schnell es geht zu lösen. Ja, wer ist der Verräter? Es kann nur Lukas sein. Nee, ich sag ganz ehrlich, Lukas ist der Verräter, weil er Tobi nie in den Vordergrund gerückt hat. Die finale Entscheidung kam, der Timer der Flamme lief langsam aus und plötzlich wurden wir nach und nach alle gekillt und das war das Ende dann. Stimmt. Oh. Das ist mein Lukas, Call. Müssen wir jetzt Lukas opfern oder was? Nein. Da stand noch Finn den Verräter, nicht opfern. Nein, er wird getrollt. Was jetzt? Was denn jetzt hier? Komm, es nach dem. Ich bin unsichtbar. Leute, bei Solo Leveling, wenn ihr hier stirbt, wirklich ohne Totem, seid ihr raus. Hilfe! Warum ist er tot? Hilfe! Alpha Stechen wurde weggespült. Jetzt, warte mal, passiert das jetzt mit allen? Stace hat schlecht geplant. Eule, Machthunger verschlungen. Bro, was zum Teufel passiert hier? Timmy ist der Nächste. Tridan, für den Kristallen zu opfern. Jungs, was macht ihr? Hä? Tobi redet Tobi, normal. Tobi. Was wird das? Die Lösung ist doch ultra einfach. Hä? Der redet in seiner normalen Stimme. Welche Lösung? Was befindet sich im Kopf? Tobi. Oh, ein Müllraum. Einfach mit seiner normalen Stimme. Tobi! Warte, Tobi ist gestorben! Warte, was? Wie? Was? Moment! Server ist gestorben! Sag nicht, der Server ist jetzt irgendwie kaputt. Admin Tobi wurde gekillt von diesem Unheil-Null-Monster. Bro, what? Der Server ist kaputt. War's das mit der Insel?